Moin Leute, willkommen hier wieder auf Nerdtaste und zu einem Video, nämlich über The Batman, der ja 2021 in die Kinos erscheinen wird. Eine Neuverfassung dieses dunklen Ritters, a.k.a. Batman. Und ich habe gedacht, ne, weil ich habe ja so ein paar brisante Details rausgefunden zum Batsuit und natürlich zum Batmobil und wie es natürlich so ein bisschen die Schurken sein könnten. Also bleibt dran und schaut euch dieses Video an. 5 Dinge, die du vor Batman wissen musst. So fange ich erstmal mit dem Batsuit an. Warner Bros. Möchte natürlich viele Details im Verborgenen behalten. Wenn auch erst die Dreharbeiten Ende Januar gestartet sind, gibt es dennoch einige Details über den zukünftigen Batman-Anzug. Jetzt erhielten wir eine Frühbeschreibung des Anzugs, der dem von Lee Bijamos Graphic Novel Batman Dawn sehr ähnlich sein soll. Dies wurde in einem Tweet von Variety-Reporter Chris Tapley gepostet, der angab, den Anzug gesehen zu haben. Der Tweet wurde danach jedoch gelöscht. Bergamo hat tatsächlich ungefähr zur gleichen Zeit etwas veröffentlicht, was wie ein Konzeptart des Anzugs auf seiner Instagram-Story aussah. Der Post wurde so schnell gelöscht, sodass es so aussieht, als ob bei Warner Bros. Etwas in die richtige Richtung stimmen könnte. Wir werden definitiv in Kürze einen ersten Blick auf den Batsuit und das Batmobile werfen können. Natürlich, weil jetzt ja die Dreharbeiten gestartet sind in Glasgow, ist es natürlich unwahrscheinlich, dass wahrscheinlich irgendwelche geleakten Bilder irgendwie so geschehen werden. Aber der neue Batsuit soll auch mit keinem Batman-Film vergleichbar sein. Da würde einfach die Variante von Bejemo Sinn machen. Beim Batmobil werden wir sicherlich demnächst irgendetwas zu Gesicht bekommen. Die britische Boulevardzeitung The Daily Record veröffentlichte Anfang der Woche einen Artikel, in dem es heißt, Glasgow werde in Gotham City umgewandelt und Schottlands zweitgrößte Stadt werde neben Robert Pattinson eine Hauptrolle spielen. Die Dreharbeiten sind natürlich jetzt begonnen und werden Teile von Glasgow zeigen, die wie die fiktive Heimat des Batman aussehen wird. Die Dreharbeiten geben den Fans auch die erste Gelegenheit, einen Blick auf das neue Batmobile zu werfen. Es soll wohl eine Muscle Car ähneln, ähnlich wie beim Batsuit wird es keine Technik von außen für das Auto geben. Und obwohl es eigene Upgrades haben wird, werden diese von Bruce Wayne zusammengeschustert. Bruce Wayne ist ja ein begeisterter Mechaniker, wie wir es in den vielen Filmen bei Batman Returns zum Beispiel gesehen haben, und das wird in den Comics immer wieder erwähnt. Laut Insidern soll Ash Torp am Batmobil gearbeitet haben und dieser hat tatsächlich einige sehr interessante Bilder auf Instagram gepostet. Aber so stylisch wie das Burton Batmobil soll es nicht sein. Zu Gotham selbst können wir nicht viel sagen, aber aus den Informationen im Daily Record Artikel wissen wir nun auch, wie Gotham wohl aussehen wird. Glasgow ist dafür bekannt, zur Nacht sehr atmosphärisch zu sein. Das einzige Licht ist um die Zeit die Straßenlaterne. Man hat ja vor einer Woche einen potenziellen Blick darauf bekommen, wie Robert Pattinson als Bruce Wayne aussehen könnte. Als der Schauspieler vor einer Woche an der Dior Homme Fashion Show teilnahm. Als das Bild aber mit dem Motorrad letzte Woche geleakt wurde, komischerweise die Dreharbeiten ist wahrscheinlich nur so ein Testdreh gewesen, waren viele Fans enttäuscht, dass sein Haar mehr braun als schwarz sei. Auf diesen Fotos haben sie jedoch sein Haar deutlich verdunkelt und es ist wahrscheinlich, dass die gesamte Szene Bruce Wayne im Motorradhelm zeigen könnte. Dann sahen wir aber den Schauspieler und gar vielleicht auch sogar nur erstmal den Stuntman. Ähnlich wie dieser wurde Colin Farrell in L.A. entdeckt, dass er in die Rolle des Pinguins schlüpfen würde. Letzte Woche hat man aber online einige unscharfe Bilder hinter den Kulissen des Charakters mitbekommen. Aber jetzt können wir sehen, wie er in höherer Auflösung aussieht. Und sieht wie eine andere Variante des Pinguins aus, was wir vorher noch nicht hatten. Fans munkeln und stellen Theorien auf, dass es sich um den Emperor-Pinguin handeln soll. Ja, ich denke mal, vielleicht hat euch das Video ein bisschen geholfen. Auf jeden Fall gibt es natürlich nicht so viele Details. Halt viele geleakte Sachen wurden halt präsentiert im Internet. Das habe ich so ein bisschen rausgefiltert, ein bisschen recherchiert. Und ich war natürlich selber, sag mal, überrascht, was das so einigermaßen schon an die Oberfläche gekommen ist, ne? Und natürlich so, dass natürlich DC oder Warner an sich selber natürlich gar nichts preisgeben möchte. Man sieht ja einfach teilweise nur, wie ein natürlich Robert Pattinson da eingehüllt wird, irgendwie mit einem schwarzen Tuch, dass man überhaupt nicht diesen Batsuit sehen soll. Aber natürlich gibt es natürlich andere Leute, die haben das vielleicht schon ein bisschen gesehen. Aber wie man es eigentlich weiß, ich glaube, die haben vielleicht keinen Job mehr oder keine Ahnung was. Es gibt immer Geheimklauseln in solchen Bereichen. Es ist ja nicht anders in anderen Projekten. Trotzdem
ich bin gespannt, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Auf jeden Fall wird das nächste Video auch eins über DC sein, also bleibt dran. Lasst gerne ein Abo hier, ne? Wenn ihr natürlich auch so auf Batman und natürlich auf Comics steht, weil ihr wisst ja, dieser Kanal steht für Film- und Comicwissen. Sprich, natürlich alles, was mit Filme und Comic und natürlich Serien zu tun hat, wird hier präsentiert und gezeigt und erklärt. Also bleibt dran, Leute. Also wenn du Bock hast, liked natürlich gerne mal das Video, das ist natürlich sehr gut für meinen Algorithmus hier. Und natürlich ein Kommentar, würde ich mich natürlich darüber freuen. Aber ansonsten, ich bin's raus, ich bin's Dennis, bis dann und ciao und... Bam.